München, Karlbachstraße 33, Hochschule für Philosophie der Jesuiten, Samstag, 21. Januar 2017, 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr. Einstündiges Lektüre-Seminar, gehalten als sechsteiliges, jeweils doppelstündiges Blockseminar. Professor Dr. Jörg Splett mit der Lektüre Friedrich Nietzsche, die nachgelassenen Fragmente, eine Auswahl. Verwendete Textausgabe Reclam Universalbibliothek Nummer 7118. Heute die sechste und letzte Veranstaltung im Wintersemester 2016-2017. Fortsetzung der Lesung ab Seite 211. An, auch wenn da noch jemand kommt. Aha, da ist schon noch jemand. Morgen grüße, Herr Frank. Also, ich denke, da wir ja doch nicht durch das ganze Buch durchkommen, habe ich so ein bisschen geblättert. Wir waren fast gekommen dorthin, da möchte ich jedenfalls jetzt einsetzen, auf der Seite 214. Seite 214. Und da der Text in der Mitte, 923, die Genesis des Nihilisten. Und da schreibt er hier, man hat nur spät den Mut zu dem, was man eigentlich weiß, sagt er. Dass ich von Grund aus bisher Nihilist gewesen bin, das habe ich mir erst seit kurzem eingestanden. Das schreibt also jetzt da in 1887. Habe ich mir erst seit kurzem eingestanden, die Energie, die Nonchalance, mit der ich als Nihilist vorwärts ging, täuschte mich über diese Grundtatsache. Wenn man einem Ziel entgegengeht, so scheint es unmöglich, dass die Ziellosigkeit an sich unser Glaubensgrundsatz ist. Das sagt also, das habe er jetzt erst erkannt und ausgedrückt. Und dann schließt er an eine Lesefrucht von Rabelais, dieser bekannte, ich denke, dass einige den Text von Ihnen noch kennen, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Also Wissenschaft ohne Gewissen ist nichts als der Ruin der Seele. Das erwartet man nicht von Rabelais, aber das kommt bei ihm vor. Und dann geht es so weiter. Conscience sans science, c'est le salut. Also Gewissen ohne Wissenschaft ist das Heil. Kann man darüber nachdenken? Also Wissenschaft ohne Gewissen, davon haben wir gestern Nachmittag geredet, etwas auch. Nicht ist der Ruin der Seele und das andere ist anders. Und dann schließt er nochmal an und sagt, der Mensch ist das Untier und Übertier, der höhere Mensch ist der Unmensch und Übermensch. So gehört es zusammen. Mit jedem Wachstum des Menschen in die Größe und Höhe wächst er auch in das Tiefe und Furchtbare. Man soll das eine nicht wollen ohne das andere. Das ist seine Vorstellung von Größe immer. Und dass das ja jetzt dabei ist, verwirklicht zu werden vom sogenannten Transhumanismus in der Möglichkeiten der Biologie, nämlich in der Veränderung des Genoms, das ist ja das, was jetzt ansteht. Und da erwartet uns sicher einiges an Schrecklichem. Also die sind sowohl in England wie in Japan da eben offenbar nach allem, was man da liest, woher soll ich sonst wissen, sind also da schon an allen möglichen Experimenten dran. Und man sich fragt, was dann dabei rauskommen wird. So, jetzt nach dieser Feststellung da über diese Genesis des Nihilisten geht es dann weiter, wenn Sie mal einfach jetzt umblättern die nächsten Seiten, dann haben Sie auf der Seite 217, heißt es, mein neuer Weg zum Ja, wo er eine neue Fassung des Pessimismus aufbauen will.
Dann gibt es eine Reihe ganz übler Texte über das Neue Testament und über die Miserabilität der evangelischen Theologie. Deswegen, das überschlage ich. Es gibt Texte über die Ästhetika. Das ist dann der Gedanke, den wir schon immer hatten, dass es eigentlich beim Schönen um die Erfahrung der Macht geht, dass man sich durchsetzen kann und die Dinge durchstellt. Das versuchte er so zu erklären. Wenn Sie dann weitergehen bis zur Seite 228, da haben Sie dort einen Text zum Thema heidnisch-christlich, wo das nochmal so ein bisschen deutlich wird, wie er das in diesen Jahren jetzt sieht. Das will ich auch nicht groß vertiefen, ich will es Ihnen nur da einen Absatz daraus vorlesen. Da sagt er, heidnisch ist das Ja-Sagen zum Natürlichen, das Unschuldsgefühl im Natürlichen, die Natürlichkeit. Christlich ist das Nein-Sagen zum Natürlichen, das Unwürdigkeitsgefühl im Natürlichen, die Widernatürlichkeit. Das ist also seine Vorstellung in dieser Zeit. Und von dort her, da müssen wir uns nicht nochmal einlassen. Tatsächlich gibt es diese Formen von Christlichkeit in einer gewissen Sorte von Bürgerlichkeit in der damaligen Zeit. Das ist wahr, das ist ihm halt begegnet. Aber das ist, finde ich, nicht besonders fruchtbar, wenn wir das versuchen wollen, da jetzt das zu diskutieren. Schön ist dieser ästhetische Satz auf der Seite 229. Man ist um den Preis Künstler, dass man das, was alle Nicht-Künstler Form nennen, als Inhalt, als die Sache selbst empfindet. Damit gehört man freilich in eine verkehrte Welt. Denn nunmehr wird der Inhalt zu etwas bloß Formalem, unser Leben eingerechnet. Darüber könnte man also zum Beispiel nachdenken, aber ich möchte bei dem Nihilismus bleiben, wo ich jetzt wieder einsteige, und das ist auf der Seite 232. Da haben Sie jetzt nämlich einen längeren Text zur Kritik des Nihilismus. So ist es also überschrieben, ein ganz längeres Diktat, und dabei, denke ich, sollten wir mal einsteigen. Er sagt, der Nihilismus als psychologischer Zustand wird eintreten müssen, und dann kommt erstens, zweitens, drittens. Eine erste Form des Nihilismus, es wird eintreten, erstens, wenn wir einen Sinn in allem Geschehen gesucht haben, der nicht darin ist, sodass der Sucher endlich den Mut verliert. Nihilismus ist da das Bewusstsein der langen Vergeudung von Kraft, die Qual des Umsonst, die Unsicherheit, der Mangel an Gelegenheit, sich irgendwie zu erholen, irgendwie und irgendwo rüber sich noch beruhigen zu können, die Scham vor sich selbst, als habe man sich allzu lange betrogen. Das ist also so ein Punkt, auf den es bezieht, und als ich das so las, fiel mir wieder ein, wie nach 45 man eben davon sprach, dass die Jugend jetzt in die skeptische Generation ist. Natürlich über diese 1000 Jahre, die das eigentlich werden sollten, die es zum Glück ja nicht waren, sind sie eben total verraten, betrogen und verführt worden. Und dass daraufhin die erste Reaktion ist, dass man sagt, mit Werten ist überhaupt nichts zu wollen und mit Forderungen am besten, man lässt das bei allem. Das ist ja dann nochmal die Folge, die dabei herausspringt. Jener Sinn könnte gewesen sein, die Erfüllung eines sittlich höchsten Kanons in allem Geschehen, die sittliche Weltordnung. Oder die Zunahme der Liebe und Harmonie im Verkehr der Wesen. Oder die Annäherung an einen allgemeinen Glückszustand. Oder selbst das Losgehen auf einen allgemeinen Nichtszustand. Ein Ziel ist immer noch ein Sinn. Also man hat eben Sinn, das Wort Sinn, das hatten wir besprochen, gehört zu der Wurzel Sinn, das heißt Weg, daher Gesinde und Gesindel oder so, das sind die Wegelagerer, die dann da sind, also das Gesindel, und die Gesinde ist eben halt die Begleitung auf dem Weg, die dort mitgeht. Also tatsächlich hat also Sinn diese Bedeutung des Weges. Und zu einem Weg gehört, außer man geht bloß so spazieren, dass man ein Ziel hat. Das ist eigentlich der Weg zu Ende. Es ist ein Sonderproblem, diese bekannte buddhistische Position zu sagen, der Weg ist der
das Ziel. Und da ist die Frage, was heißt das genau? Reicht das? Also in der christlichen Sicht reicht es eben nicht, das so zu entwerfen. Also ein Ziel ist immer noch ein Sinn. Das Gemeinsame aller dieser Vorstellungsarten ist, dass ein Etwas durch den Prozess selbst erreicht werden soll. Und nun begreift man, dass mit dem Werden nichts erzielt und nichts erreicht wird. Also die Enttäuschung über einen angeblichen Zweck des Werdens als Ursache des Nihilismus. Tatsächlich gibt es das ja, wenn man denkt, man hat ja gesagt, dass erst das letzte Jahrhundert die Entdeckung des Kindes war. Wie früher ist das Kind ein kleiner Erwachsener, so wurden die ja dann auch gemalt, wenn die gemalt wurden, die fürstlichen Kinder, die königlichen oder so. Kindheit ist keine eigene Wirklichkeit, sondern Kindsein gibt es eben nur als auf dem Weg zum Erwachsenensein. Und das 20. Jahrhundert heißt dann, dass Entdeckung der Kindheit, dass das dann so schnell wieder zu Ende ist, denn heute dürfen die Kinder ja nicht mehr Kinder werden, weil sie schon also im Kindergarten mit den ganzen Sexualproblemen eingedeckt werden und dann überlegen müssen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sein wollen und so. Die ganzen Probleme, die da schon auftauchen, während da vorher erstmal Ruhe war. Ganz im Ernst, also dass so ein Junge eben sagt, ich möchte gerne ein Mädchen sein, aus der Erzählung. Das war also jetzt kein Witz von mir. Sondern dass so etwas einfach schon auftaucht. So dass also dass eigentlich dann das Jahrhundert des Kindes eigentlich nur ein Jahrhundert gereicht hat. Nicht? Also erstmal begründet und dann schon wieder verloren, indem da alles Mögliche, was eben in die Erwachsenenzeit gehört, beginnend mit der Pubertät, jetzt eben hineingenommen wird schon in die Kindheit und in den Kindergarten dort schon auftauchen muss. Also die Enttäuschung über einen angeblichen Zweck des Werdens als Ursache des Nihilismus. Sei es in Hinsicht auf einen ganz bestimmten Zweck, sei es verallgemeinert, die Einsicht in das Unzureichende der bisherigen Zweckhypothesen, die die ganze Entwicklung betreffen, der Mensch nicht mehr Mitarbeiter, geschweige denn Mittelpunkt des Werdens. Und tatsächlich ist ja zu sagen, dass sowohl die Kindheit wie die Jugend, dass eigentlich jeder Altersabschnitt auch seinen eigenen Sinn hat und eben nicht bloß der Vorbereitung oder der Erinnerung oder des Übergangs zu, sondern eben ein eigenes Thema hat. Ich habe das ja so ausgedrückt, dass jeder Augenblick des Lebens eine Situation erwartete Antwort ist. Dass jede Situation eine Frage an mich stellt und ich zu antworten habe. Hier und jetzt. Deswegen diese Betonung ja, jetzt und die Stunde des Todes. Das andere zählt alles nicht. Der Nihilismus als psychologischer Zustand tritt zweitens ein. Jetzt kommt der zweite. Das war der erste Nihilismus, dieses Entsetzen darüber, dass man nicht dauernd zu irgendwas unterwegs ist, sondern dass die Bewältigung, so könnte ich sagen, des Werdens selber, die Antwort auf die Frage, die jetzt an mich gestellt wird, die jetzt gegeben werden muss, dass man das übersehen hat oder vergessen hat. Das gibt doch schon zu denken. Dass es darauf, tatsächlich darauf ankommt, Gegenwart zu haben. Und da finde ich schön, dass wir im Deutschen das Wort haben, Geistesgegenwart. Geistesgegenwärtig. Das heißt eben wirklich präsent sein. Also wir müssen das Wort Präsenz überhaupt ein Wort für Heiligkeit auch. Also Heilige sind für mich Leute, die präsent sind. Das heißt, sie sind ganz da für jeweils die Situation. Solche Seelenführer, ich erinnere mich, den hatte ich im Gymnasium sogar, also dort der Spiritual, der für jeden, wenn man da war, war er jetzt so da, wie? Dann, wenn man aus der Tür wieder rausging und in den Schloss und der Nächste kam, war er ganz da für den Nächsten. Also einfach diese reine Präsenz, jetzt wach sein, aufmerksam sein, nehmen, zugleich fragen, was habe ich da zu sagen, wie kann ich dort helfen, wie kann ich dort antworten, genau diese Situation. Und die muss ja schon auf den Geist vertrauen. Also Jesus sagt, wenn ihr vor Gericht kommt, macht euch vorher keine Sorgen, der Geist wird euch schon eingeben. Und ich habe diesen Satz immer auch bezogen, jetzt nicht bloß, wenn man da vor Gericht steht, sondern wenn man irgendwo zu einem Podium gerufen ist, zu einer Schau da und muss da jetzt die christliche Position vertreten und sich da beschimpfen lassen oder was sich da so tut. Nicht? Natürlich muss man sich ein bisschen vorbereiten, aber das Entscheidende ist tatsächlich darauf zu setzen und zu warten auf Geistesgegenwart. Nicht meines Geistes, sondern seines. Dass es dann dahin gehören würde. Also, der Nihilismus als psychologischer Zustand tritt zweitens ein,
Wenn man eine Ganzheit, eine Systematisierung, selbst eine Organisierung in allem Geschehen und in allem Geschehenen angesetzt hat, sodass die Gesamtvorstellung einer höchsten Herrschafts- oder Verwaltungsform, die nach Bewunderung und Verehrung durstige Seele schwelgt, ist es die Seele eines Logikers, so geht schon die absolute Folgerichtigkeit und Realdialektik, um mit allem zu versöhnen. Eine Art Einheit, irgendeine Form des Monismus und infolge dieses Glaubens der Mensch in tiefem Zusammenhangs- und Abhängigkeitsgefühl von einem ihm unendlich überlegenen Ganzen, ein Modus der Gottheit. Also man, wenn man das so liest, hört man natürlich gleich der Theologe von der damaligen Zeit, der evangelische, der dann von der Abhängigkeit der Religion bestimmt als das Gefühl der Abhängigkeit von Gott. Schleiermacher, vielen Dank, ja. Also der, an den hat er sicher hier gedacht damit. Und von dort her ist er so gegen jede Idee des Systems. Der größte Systemdenker, den wir haben, das wissen wir, ist Hegel. Das ja wirklich versucht hat, das Ganze in eins zu bringen und ausdrücklich gesagt hat, das Wahre ist das Ganze. Also erst wenn ich wirklich das Ganze habe, habe ich auch die Wahrheit, dass die Schwierigkeit bei Hegel und bei den Hegelianern, dass man vorher die einzelnen Dinge gar nicht richtig verstehen kann. Man muss sie also erst mal lesen, voller Missverständnisse auch. Und wenn man alles gelesen hat, und das ist also die Hauptsache, das reicht in der Phänomenologie des Geistes, würde ich schon sagen, dann kann man auch die Einzelheiten einordnen. Und dann sei es das System. Und dagegen gab es ja schon damals Leute, die sich redeten, nicht bloß Nietzsche, sondern auch sein großer Antipode, nämlich Kierkegaard. Der dasselbe sagt, Hegel baut einen Palast, in dem man aber nicht wohnen kann. Ja, heute gibt es ja das Ganze nicht mehr. Also ich so, jetzt... Einerseits nicht, ich gebe ich zu, auf der anderen Seite finde ich dann schon, dass eine ganze Reihe... Also zum Beispiel dieser Engländer da mit seinen Büchern, dieser Biologe, dass der schon sagt, also das, was er macht, ist das Ganze. Also es gibt schon die Versuchung zu sagen, meine Wissenschaft ist eigentlich das Ganze und das von dort her anzugucken und daher dann diese enorme Schärfe in den Büchern gegen Religion, gegen Gott oder so etwas. Und er sagt, das ist eigentlich das richtige Ganze und das machen die nur kaputt oder verfälschen es. Aber Sie haben recht, wenn man eigentlich die Augen aufmacht und sieht, sagt man, diese Ganzheit haben wir in dieser Form nicht mehr, muss man auch als Christ nicht behaupten, weil wir ja auch nicht da alles begreifen. Also der Glaube liefert mir kein System. Zumindest gibt es natürlich eine Form, wenn man jetzt das Buch, wie heißt es, die Suche nach dem Brust... nach der verlorenen Zeit. Ja, nach der verlorenen Zeit, der Fuß. Wenn ja, man das mal wirklich nochmal liest, als die Suche nach dem verlorenen Ganz. So ist es. Kann man es nochmal lesen? Ja, genau das ist es. Dass wir praktisch unser ganzes Streben, also dann ja. Sich darlegt. Ja. Das versucht, ja. Also es gibt es natürlich ja. In der Form der Suche, gibt es natürlich ja. Ganz stark. Ja, er kennt ja auch die... Also Erfüllung sogar, nicht? Also sowohl beim Geschmack der Madeleine, wie wenn er da den gelben Fleck auf dem Bild sieht. Nicht? Also da wird es schon im Einzelnen, und das ist dann wieder, da fällt mir vielleicht dann Goethe dazu ein, nicht? Wenn er einerseits sagt, dass wir nicht ins Unendliche gehen, aber sagt, dann geh im Endlichen nach allen Seiten, sagt er erstmal. Und wie soll man nach allen Seiten gehen? Gleichzeitig geht es gar nicht. Wie lang reicht das Leben, um da wirklich im Nacheinander alles zu machen? Das sind ja die Leute, die sagen, ich mache so nacheinander die Religionen durch. Nicht? Ich bin mal irgendwann ein Christ und dann mehr mal Buddhist und sehe mal zu, wie ich da an die Ganzheit komme. Gelingt ja nicht. Und Goethe sagt dann, dass man eben im Einzelnen das Ganze finden muss. Wenn ich das nehme, das ist ja seine Lösung, sagt er, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Ich muss also im Einzelnen das Ganze erkennen. Und das hat eben, ja, wie gesagt, Proust ja immer wieder erreicht in solchen Augenblicken. Naja, also in der Kunst ist ja so, dass das Bewusstsein für alle Himmelsrichtungen, ja. Um eine wirkliche Raumorientierung ja. Zu haben, immer das Oben, das Unten, das Rechts, das Links, das Vorne und das und Hinten. Und dann kommt eben, das sind die sechs Bewegungen, ja. Die muss einer so tief haben, dass er nicht drüber nachdenken muss, im Sinn so ist es. Da sein. Und dann
aber was man schwer lernen kann, ist eben die siebte Bewegung, dass man alles einsammelt, nochmal auf die Mitte. Also praktisch das nochmal abzieht in die Mitte, aber trotzdem aufrechterhält. So ist es. Ist ja im Verstandesbewusstsein kaum zu erfassen, aber man kann es üben. Man kann es üben. Und nur so lernt der moderne Mensch, sagen wir mal, wieder die Fähigkeit, auch natürlich und normal gehen zu können. Ja. Es ist sogar, dass die großen Könner an der Oper, wenn man nicht schaut, das Schwierigste ist immer noch der einfache Gang. So ist es. Sie hören einen Tänzer. Nein? Das müssen wir immer dort her aufnehmen. Vielleicht ein Gott geschrieben ist, oder sie machen eben mit der Spitze voraus, oder sie machen wie Folklore dann mit der Hacke. Haut alles nicht hin. So ist es. Es ist nicht natürlich. Ja, ja. Aber wieder in diese größere Natur reinzukommen, das ist so einfach, dass es fast zu schwer ist. Ja? So ist es. Also. Und er wendet sich jetzt dagegen, dass man sagt, ich muss diese Ganzheit suchen, sondern ich muss eben mich wirklich die einzelnen Stücke ausliefern. Wir sind ja also bei diesem zweiten Nihilismus, wo er dann sagt, warum ist er dann so dagegen? Er sagt, wenn ich also dieses Ganze jetzt in den Blick nehme, sei es die Gottheit, sei es der Staat, sei es die Gemeinschaft oder die Gruppe, zu der ich gehöre, dann sagt er, das Wohl des Allgemeinen fordert die Hingabe des Einzelnen. Das ist das, was dann passiert. Der Einzelne geht unter ihm. Der Einzelne ist nichts, die Partei ist alles oder das Volk ist alles. Nach der Beschreibung sind alles Nullen, aber wenn da vorne eins ist, ist es eine große Sache. Die große Sache heißt dann Adolf Hitler zum Beispiel. Nicht? Und dann kann das also von dort her aussehen. Und drum sagt er so entschieden, siehe da, es gibt kein solches Allgemeines. Im Grunde hat der Mensch den Glauben an seinen Wert verloren, wenn durch ihn nicht ein unendlich wertvolles Ganzes wirkt. Das heißt, er hat ein solches Ganzes konzipiert, um an seinen Wert glauben zu können. Das ist also der zweite Nihilismus, den er vorschlägt. Und ich finde auch, dabei ist einiges zu denken. Nicht in einfacher Zustimmung, aber es gibt zu denken, was er drin steckt in Ja und Nein. Und dann kommt der dritte. Der Nihilismus als psychologischer Zustand hat noch eine dritte und letzte Form. Diese zwei Einsichten gegeben, dass mit dem Werden nichts erzielt werden soll und dass unter allem Werden keine große Einheit waltet, in der der Einzelne völlig untertauchen darf, wie in einem Element höchsten Wertes, so bleibt als Ausflucht übrig, diese ganze Welt des Werdens als Täuschung zu verurteilen und eine Welt zu erfinden, welche jenseits derselben liegt als wahre Welt. So hat er ja das, so liest er den Platonismus, Platon, und so liest er das Christentum als Platonismus fürs Volk. Und daher so diese Schärfe seiner Unchristlichkeit, Unchristlichkeit und Antichristlichkeit bei diesem Punkt, dass er sagt, es läuft hinaus auf eine Entwertung der Welt. Ich male mir eine wahre Welt aus, weil diese hier es nicht sein kann. Das wäre also dann der dritte Nihilismus, von dem er spricht, den es gibt. Aber so irrt er doch nicht, wenn man zum Beispiel sagt, dass die wahre Welt, also wenn man sagt, das ist die wahre Welt, wenn man jetzt eine Empfindung dazu hat, dass das auch wieder ein Schein ist, dass man also, wenn man... Das ist das, was er natürlich sagt, die gibt es gar nicht. Zwei Scheine. So ist es, darauf läuft es hinaus. Ja. Wie sehr das Ganze auch Schein ist, auch das Wort, ja. Die Benennung ist ja auch ein Stück Schein von dem, was es benennt. Das ist eben die Frage, ob es das bloß ist. Also er sagt das, genauso geht es bei ihm jetzt hier weiter. Er sagt eben jetzt, sobald aber der Mensch dahinter kommt, wie nur aus psychologischen Bedürfnissen diese Welt gezimmert ist und wie er dazu ganz und gar kein Recht hat, so entsteht die letzte Form des Nihilismus, welche den Unglauben an eine metaphysische Welt in sich schließt, welche sich den Glauben an eine wahre Welt verbietet. Er sagt dann auch, die wahre Welt ist nur die scheinbare nochmal. Weil ganz, wie es ja auch immer angeboten hat, das denkt man sich dann aus, das erträumt man sich. Und das haben, leider haben auch an diesem Punkt ja auch viele theologische Kollegen hier, finde ich, unerlaubte
Hemmungen. Das heißt, die sagen, ich kann doch nicht von Trost reden, ich kann doch nicht vom Jenseits reden, denn das ist ja dann eine Vertröstung. Dass das in der falschen Form als Vertröstung erzählt werden kann und dass das immer wieder auch passiert ist, dass man damit die Menschen, wie dann eben die Marxisten gesagt haben, ja zur Ruhe bringt, damit die also die Herrschenden herrschen lassen, weil man denen vorher einen Himmel malt oder so. Dass es das gibt, ist wahr, aber dass zugleich der wahre Trost genau darin besteht, dass eben diese Welt, die ist ja nicht einfach die umgekehrte Welt. Manchmal kommt es einem schon so vor. Also wenn ich, manchmal denke ich das, wenn ich da irgendwo bin in einer Gemeinde oder auch in einem Kloster und die Leute beten das Magnificat, das geht immer noch am Schluss der Vesper hin, dann hat man bei manchen schon den Eindruck, wenn so diese Zeile kommt, dass er die Mächtigen vom Thron stürzt und also dann die anderen draufkommen, dass sie sagen, gut, hier sitzen die einen in dem großen Wagen und ich habe gar keinen oder nur ein kleines Auto, nicht? Dass sie sagen, das wird im Himmel anders, da kriege ich die große Wolke und die sitzen dann auf einer kleinen. Nicht? So kommt mir das dann vor. Nicht? Und das ist es nun wirklich nicht. Wenn ich das im Kopf habe, nur. Aber man hat wirklich den Eindruck, also man spürt es manchmal richtig. Also jedenfalls ist es mein Empfinden, wenn ich das so höre, wenn die das so beten oder singen, dass da so einfach so drinsteckt, diese Vorstellung. Nicht? Während das ja nicht einfach eine Rekompensation ist, sondern es ist die Endgültigkeit des Hiesigen und dem, was man dort aufgebaut hat, mit Betonung diesmal nicht auf End, sondern auf Gültigkeit. Nicht immer sagen, ne? Dass das da hinausläuft. Also, wenn die das also jetzt so sehen, dann führt das eben ein Unglauben an die metaphysische Welt, welche sich den Glauben an die wahre Welt verbietet. Auf diesen Standpunkt gibt man die Realität des Werdens als einzige Realität zu, verbietet sich jede Art Schleichwege zu Hinterwelten, das ist ja sein Ausdruck dann dafür, nicht? Die Hinterwelten, Metaphysik, Hinterwelt. Und falschen Göttlichkeiten. Aber er trägt diese Welt nicht, die man schon nicht leugnen will. Was ist im Grunde geschehen? Das Gefühl der Wertlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, dass weder mit dem Begriff Zweck, noch mit dem Begriff Einheit, noch mit dem Begriff Wahrheit der Gesamtcharakter des Daseins interpretiert werden darf. Das ist seine Position. Das sind die drei Nihilismen. Nicht? Also das Nein zum Zweck, das Nein zur Einheit, das Nein zur Wahrheit. Das ist das, was er hier aufnimmt. Der Gesamtcharakter des Daseins darf man eben nicht so lesen. Es wird nichts erzielt und erreicht. Es fehlt die übergreifende Einheit in der Vielheit des Geschehens. Der Charakter des Daseins ist nicht wahr. Es ist falsch. Man hat schlechterdings keinen Grund mehr, eine wahre Welt sich einzureden. Und das ist eben die Frage, ob das wirklich stimmt. Was er hier sagt, ob ich nicht tatsächlich diesen Begriff der, ich habe gestern Nachmittag ja viel gesprochen von Anselm von Canterbury, der von der Rectitudo spricht. Der stellt sowohl für das Theoretische wie für das Praktische, hat er das Wort der Richtigkeit eingeführt, die Rectitudo, die gibt es eben für die Vernunft, dass ich eben, da ist es die theoretische Wahrheit, es gibt die Rectitudo des Handelns, die hingehört, dass das gegeben ist und er bestimmt dann auch Gott als die höchste Rectitudo, die er aber angeht vom Sollen, das mich trifft. Das heißt, wenn ich das auch nochmal erinnern darf von gestern, im Lateinischen heißt das immer debet. Und das zeigt so wieder die Armut des ganzen Latein, weil debet sowohl heißt, es soll wie es muss. Und das sind ja wirklich zwei verschiedene Dinge, wobei es beim Sollen darauf ankommt, dass das den ersten Rang hat. Und dass es darauf ankommt, dass ich nicht bloß das Gesollte tue, sondern dass ich das sollen will, das gesollt sein will. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Und so, dass er dann Gott zugleich gleichsetzt mit dem der höchsten Rectitudo und Gott steht nicht mehr unter einem Sollen, sondern er ist selber diese erfüllt, das reine Sollen, wobei es eben nicht um das Sollen geht, sondern das Sollen ist eben das Sollen des Rechten. Das ist es. Und deswegen ist das Sollen auch das Rechte.
Und deswegen gehört hier dann Gehorsam hin, da muss ich tatsächlich nicht über den Zweck nachdenken. Die Einheit ist da, aber es geht nicht um die Einheit als Einheit, würde ich sagen, sondern ich würde dann schon beim dritten Wort bleiben wollen, bei der Wahrheit. Aber diese Wahrheit jetzt nicht als theoretische, das, was mit der Realität übereinstimmt, sondern Wahrheit hier als das Gesollte. Das, wovon man sagt, es soll sein. Aristoteles sagt, das Gute ist das, was alle wollen. Kant sagt, das Gute ist das, was alle wollen sollen. Und diese Unterscheidung, auf die, finde ich, läuft es eigentlich hinaus. Jeder von uns, so habe ich da ja auch gesagt schon, will das Glück. Das ist unweigerlich. Glück heißt ja einfach, dass ich, das ist eine, fast eine Tautologie. Denn Glück heißt, dass ich eben das habe oder bin, was ich will. Das gehört zum Wollen, dass das Wollen will haben oder sein, das erreichen. Und deswegen ist tatsächlich jeder zum Glück unterwegs. Die Frage ist, wie ist es zum Beispiel mit der Philosophie? Sie können bei Augustinus lesen, wir philosophieren, um glücklich zu sein. Schreibt er ausdrücklich so. Man kann dazu nicht Nein sagen, weil wir alle glücklich sein wollen. Das heißt, wir wollen alle unsere Erwartungen und Wünsche irgendwie in einer Form erfüllt bekommen. Die Frage ist, ist es genügend zu sagen, wir philosophieren es, um glücklich zu sein, wie Augustinus schreibt? Oder wie ich sagen würde, philosophieren heißt, der Wahrheit die Ehre geben wollen. Und das wäre die Antwort auf das Sollen. Und das gehört beides zusammen, wir können sie gar nicht löschen, sondern es gehört beides zusammen. Die Frage ist nur, was gehört in welche Situation hin? Also Glück wollen alle, der Wahrheit Ehre geben wollen nicht alle. So, das wollen nur welche, die sich bemühen um die Gerechtigkeit und die Wahrheit. Das heißt, auch Bösewichte wollen glücklich sein, aber sie wollen nicht der Wahrheit dienen und entsprechen. Und darum sage ich, habe ich diese beiden Punkte, was keiner kann sein Glücksverlangen ausschließen. Und wenn eine Forderung an mich käme, die jederlei Glückanspruch ausschließt, dann weiß ich, dass das keine erlaubte Forderung ist. Aber es scheint ja doch die, in der Realität das Glück, also jetzt in der Lebensrealität, ja, das Glück zulassen zu können, scheint bei der Beobachtung, also nüchternen Beobachtungen, Beobachtung mindestens so schwierig zu sein, wie das Unglück zulassen. Ich stimme zu. Weil man wehrt das, wie zum Beispiel das Abwehren des Unglücks, und das Glück nicht zulassen zu können, läuft, da ist etwas Unbewältigtes, was wir erst noch lernen. Wir müssen eben des Glücks gewöhnt werden. Wir müssen uns erst lange ans Glück gewöhnen, sonst können wir es nicht zulassen. Ja. Es hat eine ganze Reihe von den Großen, deswegen mir fällt natürlich jetzt wieder der Name vom Letzten nicht ein, die gesagt haben, also der wirklich große Mensch ist der, der seinem Glück gewachsen ist, nicht im Unglück. Dass das also nochmal mit dazugehört, weil das leicht dazu führt, dass man gedankenlos wird, dass man schlampig wird, weil es klappt ja erstmal alles, man weicht einfach aus. Nicht? Das sind alles Formen des Nichtseins. So ist es. Während es ja darauf ankäme, dem zu entsprechen. Ich habe gesagt, in jedem Moment eine Antwort geben, also dem wirklich entsprechen, was das dann einschließt an moralischen Forderungen, an Aufmerksamkeitsforderungen oder so, die alle dorthin gehören, sodass ich auch zu denen gehöre, die sagen, tatsächlich ist es so schwierig, ist es mit dem Unglück fertig zu werden, das Glück ist noch fordernder. Gegen Leute, die unter Glück eben jetzt nur das Bequeme verstehen. Ja, ja, es wird sogar kaputt gemacht. Ja. Manche nennen es auch so. Also auch der eben genannte Anselm hat als ein Wort für Glück Commodum. Also das Bequeme. Das, was mir gut tut. Und er macht es nicht schlecht. Er sagt nur, ich muss aufpassen. Ich kann eben nicht mein Leben bloß unter dem Gesetz des Commodum führen. Sondern ich muss tatsächlich eben auch diese Frage beantworten, des Debet, was ich zu tun habe. Nicht, dass das hingehört und wo ich dann das Commodum davon absehen muss, im Einzelnen oder so. Das stimmt schon. Aber diese Spannung, die drin steckt,
die wäre es dann. Also, kurz sagt er hier, die Kategorien Zweckeinheit Sein, mit denen wir der Welt einen Wert eingelegt haben, werden wieder von uns herausgezogen und nun sieht die Welt wertlos aus. Ja, und da ist die Frage, ist das richtig eben? Soll man das oder soll man es nicht? Ist das nicht schon ein Ausweichen vor, also jedenfalls vor Einheit und Sein? Die Zwecke finde ich auch nicht so glücklich, weil Zweck gehört ja als Wort zum Mittel. Und Mittel ist etwas, das nicht um seinetwillen, sondern immer nur um des Zwecks gewollt wird. Deswegen finde ich es nicht glücklich, wenn er das Wort Ziel durch Zweck ersetzt. Vielleicht, wenn noch der Zweck, die Einheit und das Sein in einem nihilistischen Sinne sich, also erarbeitet wurden, ja, und das eigentliche nicht bereinigt war, dann muss man ja die Wertlosigkeit der nicht stimmigen Einstellung gegenüber den gesetzten Werten und Sein muss man eingestehen. Das muss man eingestehen und da ist man genau dann an dem Punkt. Ja. Man fällt das nochmal weg und man muss es nochmal neu wahrscheinlich. Ja, obwohl kein Widerspruch, nur eine Ergänzung. Ich meine, ich müsste zugleich noch sagen und entdecken, dass es nicht das absolute Böse gibt und nicht den absoluten Irrtum. Das heißt, auch in dieser falschen Haltung, die dort drinnen steckt, zugleich die richtige Haltung drin, dass es mir um das Ziel geht, statt bloß um Zwecke oder so. Also ich muss auch es gibt auch eine Form von unerlaubter und eigentlich egoistischer Selbstverurteilung. Also man muss zugleich sehen, was man da auch anständig gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass manche Leute lieber sich für in der Schlechtigkeit beschreiben wollen, weil sie, um nicht dankbar sein zu müssen, was ihnen an Gutem geschenkt worden ist. Wobei ich jetzt mit Gutem nicht die Kommoda meine, sondern eben gerade das Gutsein. Deswegen, wir sind ja, ich behaupte, dass man am glücklichsten ist, wenn es einem geglückt ist, gut zu sein. Und das ist einem ein ganzes Stück dann geschenkt worden. Deswegen ist man dafür dankbar. Ich meine, dass überhaupt, also wirklich das Glück mit Dankbarkeit zu tun hat, dass das unmittelbar damit verknüpft ist. Adorno schreibt das in einer Stelle, er sagt, die einzig richtige Haltung zum Glück ist die Dankbarkeit. Schreibt er einmal in seinen Aphorismen und sagt, und das macht auch nochmal den Rang und die Würde des Glücks aus. Da ist aber nahe am Heidegger dran. Ja, eben, ist er. Ganz, der ist sowieso dem viel näher, als viele Leute denken oder auch er gedacht hat. Das muss man ja sehen. Das ist ja auch, kann man inzwischen auch lesen. Nicht? Das ist ja auch in Schriften aufgezeigt, aber das ist sehr viel größer, diese innere Verwandtschaft, die da drin steckt. Und das ist ein Punkt dafür. Die einzig richtige Haltung zum Glück ist die Dankbarkeit. Und das wollen manche nicht und dann macht man sich lieber schlecht, als dass man einräumt, dass man dankbar zu sein hat dafür, dass man gut war. Kommt mir schon so vor. Also es gibt einen falschen Gebrauch von Demut, die nicht dankbar sein will. Und das wäre an so einem Punkt hier zu nennen. Glück ist wie der Urmensch hat es vielleicht so erfahren, dass Tag geworden ist. Dann muss Tag werden. Zum Beispiel. Helle auch ja, ja. So. Ja, das ist... In der Natur ist sowieso, aber eben vor allen Dingen auch in unserem Sein. So, und so geht es dann auch weiter. Dann sagt er dann, man darf also gegen seine Handlungen keine Feigheit begehen. Das meint er jetzt natürlich wieder, dass man sie hinterher nicht im Stich lassen soll. Der Gewissensbiss ist unanständig. Das finde ich jetzt wieder ja daneben. Das hat vor allen Dingen Nicolai Hartmann ja aufgenommen, dieser auch ziemlich vergessen heute ja. Während er damals zu der Zeit von Heidegger und so zu den großen Philosophen gilt, der Moraltheologie hier Egenter oder so, hat sich ganz von Nicolai Hartmann immer bestimmt, von seiner Ethik her. Nicolai Hartmann selber war ein Atheist, hat gesagt, wenn es Gott gäbe, gäbe es keine Freiheit für mich, so wie das der Sartre auch sagt, nicht? Wer herstellt, hat einen Plan für den anderen. Sein Beispiel ist ja der Brieföffner da und sagt, so ist das bei der Schöpfung, Gott legt einen fest und Freiheit kann man gar nicht schaffen, meint er. Dass man Freiheit nicht machen kann, würde ich auch sagen. Das gefällt mir auch nicht, dass wir da im Credo sagen, genitum non factum. Denn ich kann Freiheit nicht machen, sondern ich kann Freiheit nur rufen aus dem Nichts. Freiheit ist kein Machwerk.
nicht? Sondern es ist Ruf, so wie das auch Guardini sagt. Guardini sagt, die Dinge unterhalb des, der Person gehen aus Gottes Befehl hervor, da heißt schaffen Befehl, während Geistwesen, Personwesen, kann er so nicht schaffen, sondern die schafft er so, dass er sie ruft und ihnen damit diese prinzipielle Würde gibt von Anfang an. Das ist ein wichtiger Punkt bei Guardini, den er ausführlich in Welt und Person am längsten dort behandelt, aber immer wieder anspricht zwischendurch. Er sagt, Personen kann ich eben nicht machen, sondern die kann ich nur rufen. Und deswegen hat er für den Schöpfungsbegriff einen analogen Begriff. Er sagt, es gibt eben Dinge, die werden durch Befehl gemacht, wie also die Berge und die Dinge. Und dann gibt es sowas wie Menschen und Engel, die werden eben gerufen. Und macht deswegen, also sagt, es gibt also zwei Formen von Schöpfung. Während so der normale Mensch und die Tradition auch das für ein univokes Wort hält und immer einfach machen sagt. Wenn die anfangen zu meditieren, kommt es schon hinein, dass man dafür nochmal extra dankbar ist, dass man das jetzt ist. So wie auch im jüdischen Morgengebet, dass man sagt, ich bin eben nicht als Tier geboren, sondern als Mensch oder so, das ist schon wahr. Aber in der Tradition wird, wenn Sie mal gucken in die Literatur, lese ich sonst nicht, dass da Schaffen ein Wort ist, das analoge Bedeutungen hat, sondern da heißt es immer nur gemacht. Genitum und Faktum. Und das ist nicht richtig. Da folge ich Guardini, habe das also damals mit Begeisterung auch gelesen bei ihm, da seinerzeit, zu sagen, nein, das Schaffen selber hat schon diese Gestalt. Dass heute die Leute das dann übertreiben und behaupten, das Gottesverhältnis muss bei einem Menschen heute symmetrisch sein und nicht asymmetrisch. Das ist doch mal wieder ein anderer Punkt. Das ist wieder das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen. Ne? Dass wir hier gerufen werden, und das Ruf eine Antwort verlangt, dass sich das gehört, dass das Libere hineingehört, dass der Gehorsam hineingehört. Das ist nochmal zu sagen. Aber Gehorsam des, von einem Geist- und Freiheitswesen ist eben was anderes, als der Gehorsam eines Steins, der runterfällt. Und das behandelt eben gerade zum Beispiel eben auch Anselm ganz ausführlich als verschiedene Formen. Der Stein ist auf seine Weise gehorsam. Aber in besonderem Gehorsam ist eben das Wesen, das eben das Müssen, das Debere, das dann Sollen heißt, leider mit demselben Wort, ne? Dass das eben hier eigentlich bejaht wird und gemeint wird. Das ist der Punkt, der dorthin gehört. Ja, und vor diesem Hintergrund jetzt zu sagen, der Gewissensbiss ist unanständig, das sehe ich überhaupt nicht ein, sondern man kann doch etwas widerrufen. Das war eben bei Nikolai Hartmann auch, der sagt, Reue ist eine Form des Bankrotts und ist verboten. Ich muss zu meiner Schuld stehen und sie in Ehren tragen. So hat er noch geschrieben, 47, also zwei Jahre nach Ende der Nazizeit. Gesagt, er habe keine Zeit gehabt, jetzt in der Zeit alles durchzuarbeiten. Aber so einen Satz sollte man also nach Auschwitz nicht so einfach schreiben und sagen, also bereue nicht, sondern trage deine Schuld in Ehren. Nicht? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man das dann hört. Also es gibt sicher also falsche Gewissensbisse, es gibt Formen der falschen Entschuldigung oder so, aber dass Reue hineingehört, dass es hier ein Ernstmachen mit der eigenen Tat, das halte ich für wichtig, weil das sowieso beim Handeln nötig ist. Sie erinnern sich, ich habe das vorher schon mal so deutlich gemacht, wenn wir in verschiedenen Zeitstunden, ich hier jetzt in einer Bredouille stehend lüge, dann habe ich damit alle Male vorher, wo ich nicht gelogen habe, als etwas naiv und dümmlich verurteilt. Das hätte man da schon machen können. Oder wenn ich bis dorthin gelogen habe und jetzt hier die Wahrheit sage, dann verurteile ich meine bisherigen Formen. Und das ist der Grund, warum es mit der Bekehrung schwerer wird, je länger die schon vorher gedauert hat. Also man kann sich noch auch im letzten Moment bekehren, wie der Schächer da am Kreuz, das ist schon wahr, aber es wird immer schwieriger. Wenn ich nämlich mein ganzes Leben dann vorher verwerfen muss und sagen muss, das war alles falsch, ist schon schwierig, nicht? Ja, wenn das die Deutschen getan hätten, hätten sie gar nichts mehr schaffen können. So ist es, so ist es. Also die Frage ist, wie werde ich denn damit fertig, wenn ich einer Instanz der Vergebung bin? Und deswegen heißt ja dann auch,
vergeben, ich gebe dir ein neues Herz. Ich nehme dir das Herz aus Stein aus der Brust und gebe dir ein neues menschliches Herz. Also wirkliche Vergebung läuft eigentlich auf Neuschöpfung heraus. Und die Sprache ist auch danach so. Also dass die Leute sagen, mit Neugeburt oder so, dass sie hineingehört. Nicht? Taufe, erst im Wasser ertrinken und dann eben aufstehen, das macht Paulus ja sehr deutlich, nicht? Dass dieser Gedanke dort hineingehört, vor allem, weil man damals ja nicht bloß einfach da was drauf goss, sondern ja im Ganzen untergetaucht wurde. Nicht? Dass das dahin gehörte. Also es hat schon zu tun, ein Durchgehen durch einen Tod. Aber in ein neues Leben. Deswegen, und ich meine, dass man das jetzt nicht als Möglichkeit, auch nicht Christen, nicht verschließen sollte. Darum meine ich nicht, dass man 45 für bloß den Punkt standen, entweder da irgendwie drin zu bleiben oder zu sagen, wurscht, das waren die Eltern, die Großeltern, sonst wie, aber nicht wir, sondern dass man das schon aufnehmen könnte, die Rolle sagen, und mein neuer Schritt heißt gerade, dass ich versuche, gut zu machen, was ich kann, an den Stellen, dass ich aufnehme, was jetzt da ist und so. Und da ist natürlich ein ganzes Stück unterblieben davon. Damals. Und das ist dann mit einer der Gründe, dass es dann eben zu dieser Umwälzung kam, dann mit den 68er Jahren, weil vorher zu wenig geschah. Und zwar keineswegs bloß bei uns. Es gab nicht bloß bei uns einen Glocke oder so. Es war in der DDR genauso mit den alten Größen, die dort was wir inzwischen wissen. Ja, und die Sieger stehen noch lange davor. So ist es. Die hatte ich jetzt noch gar nicht genannt. Das sind die Nächsten. Sie haben gewonnen, aber sie haben ja zum Teil dann noch. So ist es. So ist es. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das war schon der Fehler beim Ersten Weltkrieg. Deswegen haben wir ja den Zweiten gekriegt. Wenn dort das richtig aufgenommen worden wäre und nicht in der Weise, wie es geschehen ist, hätte es nicht in dieser fast Konsequenz darauf zulaufen müssen oder auch gar nicht können, auf die es gelaufen ist. Insofern ist selbstverständlich der Zweite Weltkrieg die Frucht der unzureichenden, schlechten, verfehlten Verarbeitung der Ersten. Des Ersten. Das ist tatsächlich so. Das bestreitet ja auch wohl niemand. Also, das heißt, bestreiten sicher irgendwelche Leute auch. Aber so jetzt so die namhaften Leute so in der Literatur, so ist das klar. Dass das so gesehen wird, auch auf Seiten der Westmächte. Also darum bin ich nicht der Haltung, dass das Gewissensbisse unanständig sind. Das heißt, Gewissensbisse, was sind denn Gewissensbisse? Man kann natürlich sagen, dass Gewissensbisse entstehen, wenn man nicht bereut. Und dann verschiebt sich das so in der Form. Wenn man wirklich bereut, muss das Gewissen nicht mehr beißen. Denn da ist man schon wach und ist schon dran. Aber wenn man das nicht wahrhaben will, dann bohrt es und meldet sich. Und dann könnte ich sogar den Satz auch akzeptieren und sagen, das ist ein Zeichen von eben Unanständigkeit, von unterlassener Reue und Bekenntnis. Eine Unfähigkeit, tief getroffen zu sein, ja, also wirklich transformativ so getroffen zu sein, dann habe ich den Ersatz, dass ich jetzt auch Schuld oder Gewissensbisse mache und dann so wird es trotzdem nur schlechter. So aber das andere könnte ja in die Stille führen und dann transformativ sein. Und in Neufeld, genauso. Die Ausrichtung geschieht. Ja, denn um die geht es ja, nicht genau darum geht es. Und da muss man gucken. Und dann geht er jetzt dann nochmal auf die Philosophie weiter ein. Er sagt, der Müßiggang ist aller Philosophie Anfang. Folglich ist Philosophie ein Laster, fragt er da. Alle Laster, das erinnert mich daran, dass ich im letzten Oktober war ich eingeladen bei Dresden zum Familientag der Adenauer Stiftung über Muße und also Kult oder so diese Dinge, nicht? Wo er auch dann schrieb, also es kommt darauf an, kann man müßig sein, kann man das aufnehmen. Und das war also ein Familienwochenende vom Freitagabend bis Sonntagmittag. Und es war schon schön, also genau um diese Frage, halten wir es aus, jetzt nicht irgendwas wieder zu tun oder zu wirken oder zu willen, sondern wirklich mal stille zu werden, um mal zu sehen, was man dann zu hören kriegt.
was sich dann zeigte, die Dinge anfangen zu sprechen. Die Verhältnisse von der Blume angefangen bis zum Stern und zu überhaupt allem Möglichen. Dafür muss man tatsächlich erstmal Muße. Deswegen ist das ja in Amerika ist das das meistverkaufte Buch von Joseph Pieper, Muße und Kult. Das ist das verbreitetste Buch von ihm dort in den USA. Da wird man auch immer wieder darauf angesprochen, wenn man welche trifft und sagt, man hat da mit der Pieper-Stiftung zu tun oder so, ne? Taucht das dann immer auf. Das ist auch in der Zen-Meditation oder so. Dass ja, eben. Ist und dann auf einmal fängt es einmal an zu schreien und alles so, raus. Und so ist es. Ne? Und Meditation allgemein. Ja. Nee, das müsste wirklich hingehören. Und Drunten sagte jetzt also, ein Philosoph erholt sich anders und in anderen. Er erholt sich zum Beispiel im Nihilismus. Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Der Glaube, um dass es gar keine Wahrheit gibt, der Nihilistenglaube, ist ein großes Gliederstrecken für einen, der als Kriegsmann der Erkenntnis unablässlich mit lauter hässlichen Wahrheiten im Kampfe liegt, denn die Wahrheit ist hässlich. Das ist natürlich das, was dahinter steckt bei ihm. Wenn ich das sage, muss sowas rauskommen, natürlich. Ne? Denn natürlich ist die Wahrheit eben nicht hässlich. Tatsächlich gehört es zur Wahrheit auch, dass es da Hässlichkeiten gibt. Und dann ist es gerade die Wahrheit, dass sie die Hässlichkeit auch nicht fälschlich schönt. Und sagt, das Hässliche ist hässlich. Das steht im Neuen Testament ja da, in Johannestexten heißt das, dass die Leute nicht ans Licht wollen, damit nicht ihre Taten offenbar werden. Nicht? Das ist ja ein Grundgedanke, der dort hineingehört. Die Frage ist nur, ob nicht diese Umkehr, den Mut, das Hässliche hässlich zu nennen, nicht zugleich was unglaublich Befreiendes ist. Und wirklich, wenn man sich nicht mehr ausredet, wenn man also nicht beim Entschuldigen bleibt, sondern zur Bitte fürs Vergeben fortschreitet. Dass man dann in einer neuen Offenheit und Ermöglichkeit hat. Und das wäre dann da. Bei ihm steckt halt seine Erfahrung dahinter, wenn Sie gucken, auch den nächsten Satz, der 235. Auch wir glauben an die Tugend, aber an die Tugend im Renaissance-Stil. Virtum, moralienfreie Tugend. Also er hat immer diesen Blick des bürgerlichen Christentums vom Ende des 19. Jahrhunderts, natürlich als, aus seiner Erfahrung, als Blick. Und das ist ja tatsächlich in der Sprache zum Teil so. Ich habe zum Beispiel über jemanden wie die sogenannte kleine Therese immer wieder versucht, Leuten, die da eben ganz entsetzt waren, wenn sie die Texte lasen, den Stil, die Sprache. Das ist dieses katholisch der späten Zeit, dieses französische, süßliche und so erbauliche, dann nochmal umgeschrieben. Und zum Teil verfälscht und versüßlicht durch die Schwestern noch. Die haben ja nicht ihre Texte erstmal veröffentlicht. Man kann das sehen an der, wie hat denn die ich rede von einer Frau, die auch zu den Konzilien, zum Konzil gehörte und zur Synode und die dann in St. Georgen gestorben ist in der Zeit von Ingrid fällt dir also auch nicht ein. Also vielleicht fällt es mir nachher ein. Die hat jedenfalls eben gesagt, das ist also eine Form der Süßlichkeit und Unterdrückung gibt. Sie hat erstmal ein Buch geschrieben über die kleine Therese und hat sich da schwer getan mit diesem süßlichen Stil und all den Geschichten und hat dann nach der späteren Veröffentlichung der eigentlichen Bekenntnisse nochmal neu geschrieben, auch den Titel geändert, Ida Friederike Görres. Jetzt habe ich den Namen. Ida Friederike Görres war das. Und wo man deutlich sieht, diese Schritte, die da drin sind. Also erstmal der Versuch, die kleine Therese da zu retten mit ihren Süßlichkeiten und darum und sagt, so geht das nicht. Und hat auch Ärger gekriegt mit Leuten wegen ihrer so psychoanalytischen Methodik dabei und hat dann eben nochmal ganz neu angefangen zu schreiben unter einem anderen Titel, der mir jetzt natürlich auch nicht einfällt, von dem Buch, wo sie dann jetzt sagt, wie das eigentlich war und wie in ihr alles andere drin steckt als solche Süßlichkeiten oder so, auch wenn das in der Sprache so klingt. Wenn die sagt zum Beispiel, dass das Spielzeug Jesu ist
dann ist das alles andere als ein Vergnügen. Sie sagt eben, das ist der Ball und das Jesuskind wirft zwischendurch den Ball weg. Andere Leute nennen das die Nacht der Sinne, die Nacht des Geistes oder so. Wenn Sie sowas lesen bei Johann vom Kreuz, nicht? Johann der Kreuz, da liest sich das anders. Nicht? Und sie macht so ein Bild und sagt so, ja, ich bin eben der Ball des Jesuskindes. Und zwischendurch schmeißt das Jesuskind den Ball eben weg. So drückt die das aus, diese anderthalb, also diese, nein, dreiviertel Jahr vor ihrem Tod, diese völlige Gottesferne, wo sie dann begriffen hat, wieso es Atheisten gibt. Der Himmel wie ein Betonwand. Und sie einfach jeden Moment einen Glaubensakt weckend und dazu freundlich lächelnd den Mitschwestern, da lag sie ja schon krank im Bett. Also wo dieser ganze Ernst drinsteckt in so etwas, und jemand, der jetzt den Platon kennt, der weiß, dass das sowas bei Platon auch steht, dass er sagt, es hat nicht um den Menschen zu gehen, sondern Gott allein ist allen seligen Ernstes wert und am Mensch ist das Höchste, dass er ein Spielzeug in der Hand Gottes ist. Das können Sie in den Gesetzen lesen, also im letzten Werk von Platon. Das kannte die natürlich nicht, die kleine Therese. Also dass man das sehen muss, wie dann unter einem solchen Bild der Ball des Jesuskinds diese ganze kaum zu ertragende Situation dieser Gottesfinsternis, dieses Schmerzes ohne alles das. Leider ist sowas also dem Nietzsche offenbar nie begegnet. Hat niemand ihm sagen können, welche Dimensionen es dann nochmal in diesem Christlichen gibt, und sei es selbst in dieser süßlichen Sprache des, dieser Zeit damals dort. Schade. Und deswegen wollte ich das also ansprechen und sagen, das müsste man wirklich sehen und mit hineingehört. Es geht nicht um Moralien, sondern es geht um dieses, ein Spielzeug zu sein in der Hand des Jesuskinds, sagt die Kleine. Nicht? Ja, ich habe da vielleicht einen großen Sprung drin, weil mit dem Wort Gehorsam, er ist ja an sich fürs Gehorchen. Ja. Ist er. Er sagt da ganz explizit, also Gehorsam, wer nicht gehorsam sein kann, kann am Ende nicht befehlen. So ist es. Weil er kann gar nicht das wahrnehmen, was ja wirklich gefordert ist. Aber vielleicht ist ja auch dazwischen noch was, zwischen Gehorsam und Befehlen. Aber bei ihm läuft es halt natürlich schon auf den Menschen hinaus, der dann befehlen können muss. So ist es. Wenn er richtig hört, muss er auch befehlen können. Übrigens, im Haus, wo wir hier sind, es gibt genug Texte von ihm, wo er gerade die Jesuiten lobt und preist, weil die ihm als so, von wegen der Generaloberer heißt ja General, nicht? Oder so, hat er mir gedacht, das ist ein disziplinierter, mit militärischer Verein, und mit der Gegenreformation und allem, kannte die natürlich nicht näher oder so, nicht? Aber dass er von dort her die eigens zwischendurch lobt und anspricht. Er sagt eben, gerade weil Sie jetzt da vom Gehorsam sprechen, der ja wirklich der Punkt ist, um den es geht, also bei Ignatius jedenfalls, also gehen sollte damals, das ist das genau, was er zusagt. Und das haben wir ja auch im Sprachlichen, haben wir das übrigens bei uns ja auch, wenn dieses Wort von Aristoteles, das dann Thomas von Aquin auch in die Vorrede seiner theologischen Summe schreibt, ist Sapientis est ordinare. Es ist die Sache des Weisen zu ordnen, aber ordnen heißt ja nicht ordnen, sondern ordnen heißt ja anordnen. Also wenn Sie im Englischen sagen to order, heißt das, Sie bestellen was, nicht? Dass Sie da was haben wollen. Also wir im Deutschen auch, wenn wir sagen anordnen, das kann ich natürlich auch sagen für ich ordne etwas an, einfach so, ich baue da was auf, aber an sich heißt Anordnung Befehl. Anordnung heißt Befehl. Ja. Und deswegen steckt das drin. Also klar, Sapientis est ordinare, das ist der, der zu bestimmen hat, der zu befehlen hat. Wer das weiß, wie es geht, da gehört das hin. Und in diesem Sinn einer Macht auch, die aber hier im Dienst steht, nicht in der eigenen Machtfreude, das ist nicht gemeint, sondern im Dienst brauchen wir, es gibt keine Ordnung ohne Leute, die anordnen. Die billigste, die simple Ordnung, das ist die, die ja dann noch übrig geblieben ist bei Günter Eich, dass er sagt, das Alphabet. Und sagte, eine Ordnung, die eben ohne Sinn ist und ohne Wertung.
Er sagt, er hat ja angefangen als Naturlyriker und als Preis der natürlichen Dinge und sagt, das kann er nicht mehr, das ist aus und weg. Er kennt nur noch die Anordnung des Alphabets ohne Sinn und ohne Wertung. Kann einem nur leid tun, dass das also so gelaufen ist, sagt er, das kann ich festhalten. Und drückt das dann deutlich so aus und sagt, das Alphabet, eine Ordnung ohne Sinn und ohne Wertung. Nur das darf es geben. Vielleicht der Spielball des Jesus-Kindes zu sein. Also der Ball zu sein, ist ja letztendlich die schwierige Lebensform, sich dem Leben anheimzustellen. Das ist es. Dieses Anheimstellen, weil und sofort ist das Leben neu. Wenn ich wirklich darauf eingehe, ist es ja, gehe um die Ecke und das vorher war vielleicht auch ein finsterer Gedanke, ich gehe um das Haus rum und er ist weg. Ist schon wieder, so ist es. Also weil ich es zugelassen habe, da rumzugehen, nicht nur finster. Und deswegen sage ich ja, ich meine deswegen eben, jeder Augenblick ist eine Anfrage an mich und ich habe die richtige Antwort zu geben. Dass das eigentlich drinsteckt. Da braucht man dann keine Pläne. Das ist, unter den Befehlen, die man kriegt, sind natürlich auch Planfehler. Man kann ja nicht so bloß so spontaneistisch da rumrennen oder so. Man hat natürlich sich vorzubereiten. Das will auch Jesus nicht ausschließen. Also er will nicht sagen, dass das alle so machen können, obwohl er das in einem Gleichnis dann so erzählt, wie die Lilien des Feldes und die Vögel des Himmels. Nicht? Aber er sagt genug auch von den anderen Sachen, dass man sich vorbereiten muss, dass man da gucken muss, was dort ist oder so. Nicht? Er will nur sagen, dass man nicht so stur das macht und nicht meint, man hätte es allein zu tun. Aber dass man da einen Weg zu gehen hat und einer Aufgabe zu folgen, das sagt er nun wirklich deutlich genug, immer wieder auch sonst. Also man darf das nicht so aus den Zusammenhängen reißen. Also das sind Dinge, die da wirklich hingehören, dass das auftauchen muss in irgendeiner Weise. Und darum muss man sehen, wie denke ich jetzt eben das Phänomen, also das Erscheinen. Das ja leider bei Kant auch eher diese Negativbedeutung hat. Das finde ich schon betrüblich. Dass Kant eigentlich nicht sagt, in der Erscheinung erscheint das Ding an sich, sondern dass er sagt, wir machen ja die Erscheinung durch unsere Aktivität nur. Und deswegen kommt bei ihm zu kurz, dass in der Erscheinung sich ja das Ding an sich zeigt. Das ist ja eine Aussage über das Ding an sich im Erscheinen. Während er das so scharf trennt, dass er so eine Kluft macht zwischen Erscheinen und an sich. Das macht dann schon wieder Fichte sogar schon wieder anders. Und sagt, nein, das Erscheinen gehört natürlich dazu und das Selbst, also jeder von uns ist eine Erscheinung des Göttlichen, also der späte Fichte, nicht der mittlere. Der mittlere Fichte mit dem berühmten Atheismusstreit, der nennt ja Gott damals noch die moralische Weltordnung, also der geht aus von dem allgemeinen Du sollst und nicht von anderen, aber der Späte sagt ja dann, nein, wir sind die Erscheinung des Absoluten. Und das ist unsere Aufgabe, dass er das dann wieder übertreibt und wieder zu kurz kommt. Das ist nochmal ein anderes Bild, dass er dann tatsächlich vom Ich verlangt, dass es sich dabei verbrauchen lässt oder verzehrt. Und das stimmt nicht. Darüber hat Franziskus von Heeremann seine Dissertation geschrieben. Der kommt ja irgendwann und macht bei ihm nochmal ein Seminar oder so, habe ich gesehen. Ist da eingeladen hier vom Haus. Damals war er ja noch, als er ja noch an seiner Habil saß oder so. Dass er da eben sagt, man muss beim späten Fichte die Wahrheit und das Recht des Einzelnen wahren, während er dann verlangt, dass das aufgebraucht wird in seiner Rigorosität. Das gehört nicht hin. Also wenn ich erscheinen, also neben die Erscheinung ist nicht der Erscheinende, das ist wahr, aber sie ist nur eine Erscheinung, weil der Erscheinende erscheint. Und das darf ich nicht unterschlagen. Dass man das unterscheiden muss, daran lag zum Beispiel Jesus sehr. Wenn da jemand sagt, guter Meister, und sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Nicht? Da legt man Wert darauf, dass das stehen bleibt, dass er da nicht da vortritt. Aber hier ist es eben nur negativ. Ich halte die Phänomenalität auch der inneren Welt fest. Alles, was uns bewusst wird, ist durch und durch erst zurechtgemacht, vereinfacht, schematisiert, ausgelegt. Der wirkliche Vorgang der inneren Wahrnehmung, die Kausalvereinigung zwischen Gedanken, Gefühlen, Begehrungen,
wie die zwischen Subjekt und Objekt uns absolut verborgen und vielleicht eine reine Einbildung. Sag ich, warum musst du da so komisch übertreiben? Gut, er schreibt sogar ein Vielleicht dahin. Das ist ja schon mal was. Aber warum bleibt er da unbedingt so dabei? Anstatt zu sagen, natürlich trage ich dazu bei. Aber es ist eben die Wirklichkeit, die mir da begegnet. So wie wir jedem anderen gegenüber immer schon ein bisschen anders sind. Das hat der mit seinen 9 Charakteren da genannt, der Österreicher, gesagt, wir haben 9 Charaktere und dann einen 10., der wir eigentlich sind, aber den kennen wir selber nicht richtig. Das ist natürlich eine Anknüpfung an die 100 Namen, an die 99 Namen Allahs, wo wir den 100. nicht kennen. Nicht so, dass deswegen also der Rosenkranz der Muslime 33 Perlen hat. Und dreimal sind da 99, nicht? Und den 100. Namen wissen wir nicht. Das ist also der Punkt nochmal. Und so sagt jetzt er, wissen wir auch unseren eigenen 10. Charakter nicht richtig, sondern wir wissen unsere Charaktere, die wir haben, gegenüber den Eltern, Geschwistern, Kindern, Partnern oder so etwas, aber nicht unsere Eigentlichkeit. Wo jetzt die frommen Leute sagen, die zeigt sie eben nur vor Gott. Wo das dann herauskommt. Die Tradition tut das, indem sie sagt, unser Name, den hat nur er und der wartet auf den weißen Stein auf uns. Den kennen wir selber noch nicht. Das wäre es dann. Aber er setzt das also, macht es so stark, dass wir das verändern. Ja, und warum? Warum soll man es nicht verändern? Jede Begegnung verändert die Begegnenden, natürlich. Was ich eben nicht kriegen kann, ist etwas angucken, wie es ist, wenn ich nicht angucke. Das geht weder bei anderen Menschen, noch geht das bei irgendwelchen Dingen. Ich sehe, was ich sehe, immer nur so, wie es ist, wenn ich es sehe. Und wenn jede Begegnung damit hineinwirkt, weiß ich eben nicht, dass an sich Gottes oder der Fledermaus, sondern ich weiß eben nur, wie sich das mir zeigt. Na und? Muss doch nicht der liebe Gott sein. Aber er benutzt das vielleicht bei Einbildungen eben auch, da rettet er sich ja auch, weil vielleicht ist die Wahrheit ein Weib. Und er meint, das ist im Sinne der Wechsel, ja, ja. Die Wechselbilder auch der Wahrheiten. Ja, also ja. Jetzt, einer ist verliebt und dann ist er zu Tode betrübt, weil er sich da verirrt hat. Ja. Ja, oder so ist es. Sinne, also genau. Dass das so ein Bild sich so wechseln kann. Ja, ja, das ist ja auch so. Und dann ist an allem dem was dran. Also diese scheinbar innere Welt ist mit ganz denselben Formen und Prozeduren behandelt wie die äußere Welt. Wir stoßen nie auf Tatsachen. Lust und Unlust sind späte und abgeleitete Intellektphänomene. Ich würde sagen, sind Phänomene, ich würde noch nicht mal sagen spät. Das ist ja dann das Heideggersche Alles, worüber wir oft gesprochen haben. Das heißt, wenn ich eine Erfahrung mache, dann begegnet mir etwas immer als, was ich dazu tue. Als interessant, als bedrohlich, als neu, als oder so. Also dieses hermeneutische Als, das Heidegger da für wichtig hält, das ist meine Zutat zu der Wirklichkeit und bestimmt hat, also zur Realität und macht die Realität zur Wirklichkeit. Manche machen ja diesen Unterschied dann und nennen das dann eben Wirklichkeit, das ist die Realität, die mir begegnet und die dann durch die Begegnung natürlich schon verändert ist. Die ist anders als die, wie ich es ihr nicht begegnet habe. Und dann ist die Gefahr, wenn die Leute eben in der Neuzeit da gedacht haben, in der Physik, die hat es direkt mit der Realität zu tun, dass sie jetzt einen Schock kriegen. Aber in Wirklichkeit ist es ganz normal. Ich begegne der Wirklichkeit, der Welt, den Dingen, anderen Menschen, allem Möglichen. Und das wird dadurch, dass es mir begegnet, zeigt es sich anders, als wenn es sich einem anderen zeigt, weil Begegnen immer mitbestimmt ist durch den, dem man begegnet. Und deswegen ist es natürlich anders. Wenn ich natürlich vorher die Absolutheitsidee habe, dass ich meine, ich müsste alles mit Gottes Augen sehen können, also jetzt nicht mit Gottes Grundhaltung, sondern alles so sehen, wie es absolut und schlechterdings an und für sich ist. Das gibt es eben nicht, sondern ich sehe eben nur, was an und für mich ist. An sich und für mich. Es ist das an sich, das für mich ist, aber es ist das an sich, das für mich ist. Warum soll ich das nicht beides zusammenhalten? Dann muss ich gar nicht diese Theater machen, die er hier tut.
Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Also warum er da so drauf rumreitet, anstatt das auch nochmal positiv zu nehmen. Seine Lou Andrea Salome zum Beispiel, die ist eben für ihn anders als für wen anders. Oder so, ja, völlig klar. Die Ursächlichkeit entschlüpft uns, zwischen Gedanken ein unmittelbares ursächliches Band anzunehmen, wie es die Logik tut, das ist die Folge der allergröbsten und plumpsten Beobachtung. Was soll das? Wenn ich das setzen würde als die einzige Lösung, dann sage ich auch, soll mein Logiker darüber nachdenken. Die sind schon in der Gefahr, zu meinen, es zählt nur das, was ich logisch aufdecken kann. Und verschlampen das andere. Das würde ich schon sagen, das hat man öfter, gerade bei jetzt also naturwissenschaftlich-wissenschaftlich geprägten, weil die dann so auf diese Festlegung aus sind, dass sie das andere nur als Verfälschung sehen können, nicht als Verlebendigung. Ich habe das oft erlebt, so in Diskussionen dann eben auch. Es ist alles so festgelegt, die Formel ist die Wahrheit, die Wellenlänge ist die Wahrheit der Farbe und, weil das andere ein Reichtum an Interpretationen erlaubt. Aber die Interpretationen stecken in der Wirklichkeit drin, in der Realität. Zwischen zwei Gedanken spielen noch alle möglichen Affekte ihr Spiel. Ja, ja, na und? Aber die Bewegungen sind zu rasch, deshalb verkennen wir sie, leugnen wir sie. Wir? Na, nicht alle. Ja, was halt alles dazwischen ist. Ja, eben. Ich meine, wenn man aus Bayern kommt, ist es ja so, ich kann mich in der Kindheit erinnern und auch noch später, das Wort, das meistbenutzte Wort war logisch. Man sagt immer ganz schnell, ja, logisch, das ist logisch. Also ich kannte die ganze Kindheit kannte ich nur logisch, alles ist logisch. Naja, irgendwann ist es nicht mehr ganz so logisch. Ja, ah ja, richtig. Also dann sind also die Bayern solche Urphilosophen. Das ist gleich was über meine Frau gelernt. Das ist also hilfreich. Also das ist, aber guckt tatsächlich die Logik. Denken, wie es die Erkenntnistheoretiker ansetzen, kommt gar nicht vor. Das ist nicht wahr, also so auch nicht, sondern es kommt nicht vor als bloß so. Sondern man kann nie alles sagen. Wie soll denn das gehen? Das ist eine ganz willkürliche Fiktion, erreicht durch Heraushebung eines Elementes aus dem Prozess und Subtraktion aller übrigen, eine künstliche Zurechtmachung zum Zweck der Verständlichung. Ja, natürlich. Man kann doch zugeben, dass wir keiner Wirklichkeit, ob es nun Menschen sind oder Tiere oder Pflanzen oder eine Landschaft oder was auch immer, ein Kunstwerk, dass wir keiner dieser Wirklichkeiten gerecht werden können ganz. Sondern dass wir nur auf unsere Weise einen Zugang haben. Und deswegen ist es ja toll, dass wir also die großen Musikstücke von verschiedensten großen Dirigenten hören können. Und es zeigt sich auf einmal, dass es auch so sein kann und so sein kann. Zeigt sich auch manchmal aus, dass es vielleicht daneben ist oder dass man sagt, das ist jetzt aber doch etwas merkwürdig. Aber dass man sonst sagt, nein, das ist tatsächlich so reich und erlaubt diese Möglichkeiten, so oder so zu erscheinen und aufzutauchen. Warum eigentlich nicht? Der Geist, etwas, das denkt, womöglich da der Geist absolut, rein, pur. Diese Konzeption ist eine abgeleitete zweite Folge der falschen Selbstbeobachtung, welche an Denken glaubt. Hier ist erst ein Akt imaginiert, der gar nicht vorkommt, das Denken. Und zweitens ein Subjektsubstrat imaginiert, in dem jeder Akt dieses Denkens und sonst nichts anderes seinen Ursprung hat. Und das, was soll das? Warum soll ich nicht über dieses logisch eben, sehr schön, ja vielen Dank, da hinausgehen und sagen, dazu kommen noch diese Empfindungen, diese Freude oder dieser Schmerz, das ist ja unmittelbar klar, auch das, was jetzt sein muss oder was ist, eben logisch, hat eben trotzdem nochmal unterschiedliche Folgen. Man kann sich darüber freuen, was da logisch rauskommt und man kann darüber traurig sein. Das ist doch noch völlig weg. Und ist das jetzt bloß eine Subjektivität auf unserer Seite oder sagt das nicht auch etwas über Teile der Realität selber? Dass sie gar nicht richtig gesehen wäre, wenn man das nicht mitsähe. Also dass sie entweder beglückt oder verführt oder
bereichert oder befreit. Das muss doch gestellt werden. Das stellt er doch auch an seine Fragen. Was will er wirklich schreiben? Wo er sagt, gut, er will nicht mehr fürs Publikum schreiben, sondern er schreibt nur noch für sich. Das steht ja auch irgendwo. Er schreibt diese Notizen nur noch für sich. Er hat jetzt die Nase voll vom Publikum. Gut. Also das kann nicht sein, dabei schreibt er jetzt ja die ganze Zeit über das Buch, an dem er da sitzen will. Wenn Sie gucken, der nächste Absatz heißt, da zur Vorrede. Nicht? Also dass er tatsächlich es ja nicht lassen kann, doch wieder zu schreiben und das aufzunehmen. Und er schreibt, was kommt? Die Heraufkunft des Nihilismus. Da ist ja tatsächlich etwas dran, nicht? Dass er das macht. Ich beschreibe, was kommt. Ich kann hier beschreiben, weil hier etwas Notwendiges sich begibt. Die Zeichen davon sind überall, die Augen nur für diese Zeichen fehlen noch. Ich lobe, ich tadle hier nicht, dass er kommt. Ich glaube, es gibt eine der größten Krisen, einen Augenblick der allertiefsten Selbstbesinnung des Menschen. Ob der Mensch sich davon erholt, ob er Herr wird über diese Grenze, das ist eine Frage seiner Kraft. Und das, finde ich, sollten wir wirklich deutlich sehen. Dass er in dieser Diagnostik nochmal besonders wichtig ist und stark. Wenn wir heute unsere Gegenwart angucken, wir haben eben nicht bloß die Probleme zwischen USA und Europa und nicht bloß zwischen dem Westen und dem Islamismus oder was man da nimmt, sondern dass hier diese wesentlichsten Dinge in Frage stehen und dass sie deswegen zugleich auch die Notwendigkeit von wesentlichen Fragestellungen ist, das kann man doch wohl nicht bestreiten. Bis hinein eben in die Kirchen selber, also bei uns beide deutschen Kirchen, also die großen und die anderen dazwischen auch noch einmal. Was wird da jetzt wirklich gewollt? Worum geht es eigentlich? Bis hinein in die Vertreter, nicht bloß da denke ich jetzt nicht bloß an die Kollegen, also die Theologen, sondern ich denke auch an die Frage der Episkopate und der Bischofskonferenzen. Was wird da getan, gesehen, wofür tritt man ein, was stellt man eigentlich hin? Die ganze Krise, die noch mal drinsteckt und die Spannung über das sogenannte Schisma, was da droht oder so, all die Geschichten, das gilt es ja auch zu sehen. Und darum, meine ich, sollte man das aufnehmen und sagt, und der moderne Mensch glaubt versuchsweise bald an diesen, bald an jenen Wert und lässt ihn dann fallen. Wie ich das las, fällt mir natürlich sofort Österreich ein, weil die das ja so stark durchgemacht haben mit diesen Umbrüchen immer, mit der josephinischen Reform und so alles. Das war so, dass ich merke, wenn ich dort, ich entsinne mich einmal, das ist eine Reihe von Jahren her, wo ich dort 3 Tage da war in einem Bildungshaus und nachmittags so Gespräch mit dem Klerus und abends immer irgendwie einen Vortrag. Und wo der Hauptpunkt der war, dass der Kampf war, gibt es überhaupt etwas Positives oder muss man das nicht alles offen halten? Wo ich dann eben die Formel ja dann auch gehört habe, ich würde fast sagen. So, das ist aber typisch Österreich. Man weiß, ja, meine ich eben, ganz viel. Ein Urteil aus Erfahrung, dass man ja auch damit verurteilen kann. So ist es. Nee, und deswegen will ich auch bei moralischen Fragen, was weiß ich, Abtreibung oder so, ich würde fast sagen. Wo ich gesagt habe, das geht eigentlich nicht. Also ich kann als Deutscher hier nicht sagen, ich würde fast sagen. Also so zurückgeredet über so einen Punkt. Nicht? Und wo das hineinkommt, und das inzwischen, glaube ich, ist das nicht mehr bloß österreicherisch. Inzwischen bei uns auch. Also das meinte ich. Also ja, und trotzdem kommt aber dann ein eindeutiges irgendwo durch und meistens dann im Negativen. So ist es. Also ich habe es... Das war ganz überraschend. Ja, stimmt. War ganz überraschend, was da dann durchkommt. Weil das lässt sich natürlich nicht so durchhalten. So ist es. Ich würde sagen, also man kann ja nicht nur auf, aber dann, wenn das Leben richtig reinkommt, so ist es. Wird es. Ja. Ja, und deswegen hat er ja gesagt, was hier droht, ist tatsächlich die Frage des Nihilismus. Was machen wir eigentlich, was bauen wir dort auf? Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass ich da im letzten Jahr da diese 3 Worte erlebt habe. Das eine war also diese Zeitschrift, die in Freiburg da erscheint, alle Wochen. Und die zugleich in allen Wochen eben eine Mail verschreibt, wo sie empfiehlt, das zu lesen. Und wo die Mail im Mitte August geheißen hat, dass Gott an und für sich
uninteressant ist. Mit Berufung auf Luther. Er sagt, haben die gesagt, in dieser Folge ist jetzt beschäftigen wir viel mit Luther, und da muss man sich ja klar werden, weil Luther ja gekämpft hat und gerungen hat um einen gnädigen Gott, nicht um die Gnade Gottes. Und darauf sagen sie, aha, und daraus folgt dann, dass man sagen muss, und das stand jetzt einfach so da, ich habe dann eine Zeitschrift angeguckt, da stand davon nichts drin, weder von interessant noch uninteressant noch sonst was, aber die Mail der Redaktion, und da stand Redaktion, Gott an und für sich genommen, ist uninteressant. Und das ist ja nicht irgendein Blatt. Dann kam im Herbst in dem Schwaben Verlag, der mehrheitlich also in der Hand der Kirche ist, in Stuttgart, bei Stuttgart da im Süden. Und da ist ein Buch erschienen von einem katholischen Theologieprofessor. Theologie heißt, für den der jetzt nicht Griechisch kann, das heißt Gotteslehre. Und der schreibt also auf der Seite vorne, das ist noch zweistellig erstmal noch, ich glaube 27 oder 47, schreibt er, dass die Gottesfrage, das Gottbedenken, ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für das, worum es im Christentum zu gehen hat. Die Frage Gott und die Befassung mit Gott ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für das, was im Zentrum des Christentums zu stehen hat. Das Buch heißt nämlich sowas mit Zukunft drin und um den Menschen sorgen. Und das, was ich jetzt eben da gesagt habe, dass er sagt, das ist so, das war in der Einleitung noch, in der ziemlich langen Einleitung, und verweist auf das Kapitel 7. Und das Kapitel 7 hat die Überschrift, die Irrelevanz der Gottesfrage. Jemand, der sich also Theologe nennt. Das kommt nicht daher, dass man... Ein Buch von dieser Dicke. Der Missbrauch, sich auf Gott zu berufen, das gibt es ja. Das gibt es, aber das steht da nicht da. Sondern ich will ihm gerade sagen, das ist wirklich das Pendel, deswegen habe ich das Bild auf diese alte Rede, Klischee davon Pendel benutzt. Es gibt eben auf der einen Seite ganz das, was Sie sagen, völlig wahr. Auf der anderen Seite haben wir aber dann eben solche Reaktionen, dass da ein Professor der katholischen Theologie sich hinsetzt, so ein Buch zu schreiben von der Dicke, und dass das in einem solchen Verlag erscheint. Ich habe es vom Verlag geschenkt gekriegt, weil da zugleich eben diese Zeitschrift für medizinische Ethik rauskommt, wo ich mich verabschiedet habe nach jetzt auch wieder Jahrzehnten des Mitarbeit im Beirat. Da habe ich das Buch geschenkt gekriegt. Hinterher, das also das sagt. Und das Dritte war dann eben nochmal die Dissertation eines jungen evangelischen Theologen mit dem Preis der evangelischen Gesellschaft, also für Gesellschaft für evangelische Theologie. Das Buch heißt Die Distanz des Gehorsams. Und das Buch hat drei Teile. Zuerst trägt er Gehorsame vor, drei Formen. Mordbefehl an Abraham, denn so sieht das ja die Neuzeit. Zweitens Nationalsozialismus, drittens Milgram-Experiment. Dann macht er in der Mitte Philosophie darüber und dann kommt der dritte Teil, worauf es eigentlich zuläuft, Rekonstruktion eines evangelischen Gottesverhältnisses. Und dann nimmt er auf das Wort von der Frau Sölle damals, ein asymmetrisches Gottesverhältnis ist dem modernen Menschen nicht zumutbar. Das Wort hat dann hier der Schüler von Pannenberg, der Hauptschüler, aufgenommen, Falk Wagner, und hat das Wort auch für sich gebraucht. Und auf den beruft er sich vor allen Dingen im ganzen dritten Teil dieses seines Buches. Ein asymmetrisches Verhältnis zu Gott ist dem modernen Menschen nicht zumutbar, sondern wir müssen dort auf gleicher Augenhöhe auftreten, wie man da heute sagt. Wie man das überhaupt machen kann, als das damals von der Frau Sölle kam, entsinne ich mich noch, dass irgendeine, das schreiben wir in der FAZ, schreiben wir immer so zwischendurch so andere Leute so, dass da jemand, der, ich glaube, gar nicht an Gott glaubte, einfach schrieb und sagte, kann das eigentlich nicht verstehen, was sie da meint, denn das Geschöpf kann doch eigentlich zum Schöpfer nicht auf gleich stehen oder so, hat der also selber so formuliert. Das, ganz schön, fand das etwas merkwürdig. Das Ganze, also einfach so von außen drauf geguckt.
Und das hat der Falk Wagner wieder ausgegraben und nochmal, also wiederholt geschrieben. Und so vertritt das jetzt dieser junge Mann dort auch und sagt, also so hat eigentlich also das Verhältnis sein, also wir haben Gott nicht zu gehorchen, sondern wir begegnen uns gleich, das heißt die Freundschaft und der Bund. Wir schließen einen Bund von gleich zu gleich. Jetzt ist es symmetrisch zu Gott. Ja, eben. Also das ist doch wirklich, kann man sich schon wundern, dass man da nimmt. Und drum, das, so geht es also sicher nicht, sondern ich muss sehen, was mache ich angesichts also einer solchen Sache, dass das also da mir so in drei solchen Texten im letzten Jahr begegnet ist. Und das habe ich aufgenommen, weil für den Kollegen Schäffler, der ja in diesem Jahr also 90 Jahre also geworden ist, macht Frau Gerl-Falkowitz im März ein dreitägiges Symposium in da, wo sie jetzt ja ist, da in dieser Hochschule da in Heiligenkreuz. Und da wird es also dann vom Freitag bis Sonntag also ein Symposium zu ihm geben, zu so Fragen. Ich werde auch was machen und ich werde reden über das Verhältnis von also Heilsverlangen und Anbetung. Um das so zu zeigen als Antwort darauf. Nicht? Das ist dieses bekannte, inzwischen ja ziemlich bekannte, also Hochschule dort in Heiligenkreuz, die heißt nach Benedikt, der das da mitbestimmt hat. Und die Frau Gerl-Falkowitz, die ja erst in Dresden war, aber dann verpasst hat, rechtzeitig für ihren Lehrstuhl zu kämpfen. Die Dresdner Uni konnte sich nicht vorstellen, was das ist, Religionsphilosophie, die dachten entweder Religionswissenschaft oder es ist sowas wie Astrologie und so, dass die gesagt haben, wir hören damit auf. Und dann hat sie jetzt eben ein Institut dort an dieser Hochschule und arbeitet vor allen Dingen die Fragen, die letzten zwei Bücher waren auch wieder dazu, zur Gender-Thematik. Das ist eine ihrer Arbeiten im Moment. Das andere war über Jahre hin, da hat sie auch viele Arbeiten vergeben, zu dieser Philosophie der Gabe bei den Franzosen. Und das ausgearbeitet sind auch sowohl Dissertationen wie auch Sammelbände draus gestanden. Aber da wird es dann eben um den Kollegen Schäffler gehen und das dann genau, wo ich das aufnehmen möchte. Nicht Heilsverlangen. Viele denken bei Kirche nur an Heilsanstalt, wenn sie in erster Linie eine Versammlung ist zur Verehrung Gottes. Ist nicht in erster Linie für unser Heil da, sondern in erster Linie zu seiner Anbetung. Und dass man das aufnehmen müsste. Und insofern, meine ich, kann man tatsächlich ihm einräumen, wir sind in einer Zeit des wirklicher Grundsatzentscheidungen heute. Sie haben ja selbst gesagt, dass eben wir jetzt da in der Zeit sind, wo ja das ein begegnet, dass man mit dem Wort nicht mehr alles sagen kann. Ja? Und da scheint ja dann die Hauptkrise auch drin zu liegen, wenn das mal der Fall ist, dass es dann so kommt, wie es kommt. So ist es. Dann wäre wieder das Logische. Genau so. Aber wenn man jetzt das Johannesevangelium nimmt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott oder ja, ist in Gott, das ist natürlich ein ganz anderes Wortverhältnis, als es heute ist. So ist es. Muss man ja eingestehen. Ja, ja. Alles andere ist ja praktisch eine Zerbröselung dieses. Ist schon wahr. Anfangs. Ja, und in dem Sinn, denke ich, machen Sie bitte weiter. Ich höre auf und Sie machen weiter. Und wir hören jetzt hier auf. Vielen Dank. Vielen Dank, nee, aber auftauchen werde ich schon nochmal, also einfach so Sondereinladungen, die ergeben sich dann sicher auch schon, hatte der Rektor schon gesagt, aber an sich so der Sache, machen Sie es jetzt weiter. Nee? Vielen Dank für die Zeit miteinander. So, wir wollen das mal einfach. Ja, dann. Ich bin schon zwei Wochen, um beizusprechen.
Was ist vielleicht auch nicht vergessen, fällt ein Darmbereich, diejenigen, die immer so schön mitschneiden, die sind halt voraussetzend, das ist halt ein Aber Sie haben ja auch ein bisschen das Ziel. Das hat da ein kleines hier drin, der andere ein halber Umzug. Das ist ein guter Heimfahren. Ja. Ja, das ist ja nicht aus. Das ist ja nicht aus. Das ist ja nicht aus. Das ist ja nicht aus.